Hör auf damit, Anna! Hör auf! Nur weil Dr. Breitner dir dieses Derby verboten hat, heißt das noch lange nicht, dass für immer alles vorbei sein muss. Was ist mit deiner Stimme, Nico? Ich stimme für meinen Bruder. Ja! Somit ist Ansgar mein offizieller Nachfolger und neuer Chef von Landstein Enterprises. Tja, und wenn euch das nicht reicht, ich wäre sogar bereit, noch ein wenig draufzulegen. Für unsere Stimmen im Gremium. Tja, es sei denn, du hast noch eine Sammlung von Pferdebildchen, die ich vielleicht ergänzen könnte. Wieso sollten wir auf dein Angebot eingehen? Ihr könntet euch selbstständig machen. Du als Impresario und du mit deinen Pferden. Wäre doch vielleicht ganz schön für dich, wenn du dich nicht immer fragen musst, wann ich deine defizitäre Rennbahn endlich dicht mache. Na, was ist? Ich habe nicht erwartet, dass ihr mir gleich in den Hals fällt, aber irgendeine Reaktion? Wenn wir beide zusammenhalten, können wir jeder seine Entscheidung blockieren. Was passiert denn eigentlich mit meiner Stimme? Verliere ich die, wenn ich ins Gefängnis muss? Nein, aber ich denke, du solltest Sebastian freie Hand lassen, was die Strategie angeht. Keine mildernden Umstände. Ich nehme die Strafe, wie sie kommt, so wie ich es verdient habe. Und ich möchte jetzt wirklich nicht mehr darüber diskutieren, Papa. Okay. Ja, was ist denn jetzt? Ja oder nein? So schwer kann das doch nicht sein. So schlecht, dass ich mit dir Geschäfte mache, kann es mir gar nicht gehen. Was wird das denn jetzt? Stolz und Vorteil als Musical oder was? Ohne unsere Stimmen bekommst du keine Mehrheit im Gremium zustande. Nicht mal mit deinen zwei Stimmen und Nico an deiner Seite. Und ob Tanja für die Stimmen bleibt, auch noch abzuwarten. Aber du hast doch bestimmt schon neue Visitenkarten. Und dein neuer Titel klingt ohne Zweifel ganz hervorragend. Aber eigentlich bist du bloß ein Papiertiger. Antikgarage. West 22nd Street. Genau. Das ist ein Eldorado für Kunstsammler. Ich glaube, ich habe da den ganzen Tag verbracht. Oh, Herr Wimmer, das ist ja eine Überraschung. Darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen? Helena von Lahnstein, sie leitet das Auktionshaus. Frau Wimmer, Herr Wimmer, schön, dass Sie uns mal wieder beehren. Falls Sie noch einen Tisch suchen, wir haben im Restaurant... Nein, danke. Sie haben sehr fragwürdige Gäste. Es gibt noch einen anderen Antikmarkt in Manhattan, in der, wie heißt das? Graf Lahnstein. Helena, Gräfin Lahnstein. Ein dummer Fehler meinerseits, der Tisch hier, der ist bereits reserviert. Würde es Ihnen was ausmachen, sich vielleicht da hinten hinzusetzen? Wir wollten sowieso gerade gehen. Ja, dann. Pepe ist so ein Vollpfosten. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Mallorca den Jahr durch die Liga schleift. Ey, Pepe Schubel. Ey, bei der Torvorlage hätte sogar Monsignor Matteo die Pille über die Linie getragen. Hey, alles gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Du hast dich wieder mit Timo gestritten, nicht wahr? Nein, der. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hör einfach ab. Sorry, ist ein Notfall. Ich muss los. Falls Sie Ihre Eltern suchen, die sind um. Boah, war das eine krasse Party gestern, ne? Vor allem das abrupte Ende. Ja. Entschuldigen Sie, aber meine Eltern sind wo? Oh, bei uns. Also, ich habe sie angerufen, wegen Hagen. Das war ja nicht mehr mit anzusehen, wie schlecht es Dana ging.
Wegen Hagen. Ja, also der war auch da, aber nur kurz dann. Und die haben so gestritten und dann... aber das war bestimmt nur über die Arbeit. Ja, ich muss dann auch mal... Ich glaub das einfach nicht. Du holst dich bei Mama und Papa aus wegen Hagen? Nein, so war das nicht. Ja, das sehe ich. Sie hat den Arzttermin wegen ihres Beines. Für sie ist das Derby gestorben. Aha. Nicht nur das Derby. Ich werde wohl ganz mit dem Reiten aufhören müssen. Und jetzt glaubst du, es ist alles wieder in Ordnung? Eins sage ich dir, solange du hier auf dem Gestüt arbeitest und mein Mann dir Zucker in den Hintern bläst, kannst du das Thema Versöhnung vergessen. Marlene. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Ja, gut, reiber gut. Mit dem Helikopter. Der hätte einen Zacken drauf gehabt. Der Detwiler-Urs von der Bergwacht, der hätte mich nie mitgenommen. Oder? Der Tüpfelschisser, der weiß ganz genau, dass das mein Traum ist, mit dem Helikopter zu fliegen. Dankeschön. Ja, und jetzt haben Sie angerufen. Das war meine Chance. Ich mache natürlich keine Hausbesuche, sonst. Bin ja kein Doktor, oder? Nein, Sie sind Schuhmacher. Und bin noch nie aus meinem Dorf rausgekommen. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass Sie einen Stiefel anfertigen können, mit dem man trotz der Verletzung schmerzfrei reiten kann. Ja, darum bin ich ja hier. Ja, genau. Und was benötigen Sie alles an Material, um den Stiefel hier anfertigen zu können? Hier? Da bin ich nicht vorbereitet. Ich arbeite nur zu Hause. Bitte, ich will nicht sagen, es geht um Leben und Tod, aber fast. Das Mädchen ist dir gespusi, hä? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, aber nein. Aber Sie haben sie gern. Ich habe natürlich alles, was man braucht hier. Ich brauche nur noch eine gute Nähmaschine. Und das Allerwichtigste, was ich brauche, ist, ich brauche den Fuß von Ihrem Mädchen, damit ich Maß nehmen kann. Wird alles so schnell wie möglich geliefert. Die Presse betreibt, ist Rufmord. Ich bin gefahren und jetzt halten sie dich für den Schuldigen. Ach komm, es gibt Schlimmeres als das Gequatsche irgendwelcher Leute. Außerdem stimmt es. Ich habe dir immer wieder geraten, nicht die Wahrheit zu erzählen. Ja, aber... Ich bin nicht mehr an der Firmenspitze. Die Öffentlichkeit wird bald das Interesse an mir verlieren. Ich gehe schon mal vor. Helena von Lahnstein? Gräfin Lahnstein. Hier ist Caroline Traut. Frau Traut, Ihr Name ist mir ein Begriff. Wie schön. Ihren Namen lese ich ja zurzeit fast täglich in den Schlagzeilen. Und genau darum würde ich Sie gern in meine nächste Talkshow einladen. Tut mir leid, kein Interesse. Ach, kommen Sie. Sie und Ihre Familie kommen in der Presse denkbar schlecht weg. Besonders Ihr Vater. Ja, dank der Hetzkampagne Ihrer Kollegen. Hören Sie, ich biete Ihnen gerade die einmalige Chance einer Richtigstellung. Sie könnten der Welt sagen, was wirklich geschehen ist. Und damit den Spekulationen über die machtpolitischen Interessen Ihres Vaters ein für alle Mal ein Ende bereiten. Vielen Dank. Kein Interesse. Wiederhören. Bist du hier? Sitzt hier rum und macht kein Piep. Piep. Komm, sag schon, was hat Timo diesmal ausgefressen, ne? Was? Wieso denn Timo? Den habe ich doch gar nicht getroffen. Ich sag's auch keinem weiter, außer es ist äußerst peinlich. Hm? Ach, ich bin nur in der Bahn so einen blöden Typen geraten. Der hat mich dumm angemacht. Kenn ich den? Ist doch egal. Ist doch egal, hör mal. Ich habe zu Hause diesen äußerst wirksamen, wunderschönen Baseballschläger. Echte Esche, ist nicht kaputt zu kriegen. Und wenn dir einer drauf kommt, dann klong, einfach eine drauf. Danke. Kein Thema. Für dich würde ich fast alles tun.
Dana, perfekt. Ich wollte gerade zu dir fahren. Ja, das ist ja nun nicht mehr nötig. Hör zu, ich habe eine Lösung gefunden. Pass auf, ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass... Ich kündige. Fristlos. Aber... Das kannst du mir nicht antun. Nicht so kurz vor dem Derby. Ich... Als überhaupt... du vorhin bei mir warst. Ich habe total überreagiert. Das passiert mir ja sonst nie. Jedenfalls ist mir klar geworden, wir werden immer krampfig miteinander umgehen. Weil du die ganze Zeit so tust, als ob da nie was zwischen uns gewesen wäre. Wenn wir... Wenn wir versuchen... Nicht. Marlene. Wie sollen wir uns denn jemals versöhnen, wenn ich hier mit dir zusammenarbeite? Das geht nicht. Außerdem werde ich das Derby sowieso nicht reiten können. Also kann ich mir auch was anderes suchen. Das brauchst du nicht. Das war alles. Tut mir leid. Hör mir doch erst... Jetzt hör mir doch erst mal zu, was ich dir sagen wollte. Das war schön, aber... Hier seid ihr. Ich bin gleich wieder weg. Nee, ich wollte gehen. Ist schon okay. Ey, ich könnte dich gerade, Alter. Ich wollte euch nicht stören. Ja, nicht stören, ey. Das war die Gelegenheit. Ich hatte sie so weit, dann kommst du pappnase um die Ecke gerannt und... Mann, wo warst du denn eigentlich die ganze Zeit? In der Bahn. Mit irgendeiner Touri-Schnecke. Na toll. Du hast einen heißen Quickie und mir versaust du den zweiten Kuss? Heiß? Naja, also... Ich musste mich irgendwie abreagieren. Aber das war irgendwie keine gute Idee. So Frust baut man mit Pumpen ab und nicht mit Sex. Jetzt erzähl mal, was war denn eigentlich los heute? Nichts. Stress mit meiner Mutter. Mir geht's einfach tierisch auf den Nerv, dass sie keine Infos über meinen Vater rausrücken will. Dann haben wir geredet und ich habe sie angepumpt. Und dann hat sie mir eine gescheuert. Sofa? Sofa. Guten Tag. Mein Name ist Mann, Christian Mann. Hallo. Grüezi. Christian war es, der sie mir empfohlen hat. Oh. Dann merci vielmal, oder? Oder? Sagt man so, glaube ich. Ah. Und? Was sagt Dana zu ihrem Glück? Nichts, sie hat gekündigt. Was? Und jetzt? Gute Frage. Herr Oberli ist da. Ich habe hier eine halbe Schuhwerkstatt einrichten lassen. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Danas Maße. Das Essen war gut, danke schön, oder? Keine Ahnung, ich habe noch nicht probiert. Ich habe ja schon viel über Sie gelesen. Sie haben sogar schon Schuhe für die Stones gemacht? Oder ist das ein Geheimnis? Das ist kein Geheimnis. Das war der Kite. Ach, der Keith. Yeah. Ja, der Kite. Der wollte ein paar spezielle Schuhe. Aber dann hat er sie nicht getragen. Und wie haben Sie ihn dann überzeugt? Gar nicht. Der Mick hat gesagt, paint it black, das habe ich dann gemacht. Und dann hat er sie getragen. Sie müssen ihr Maidleben auch auf ihr Glück aufmerksam machen. Ja, das Maidly ist leider sehr glücksresistent. Sag mal, wir haben doch noch Danas medizinische Unterlagen, oder? Die Röntgenbilder, die CT-Aufnahmen? Würde Ihnen das reichen? Ich brauche dann nur noch einen eingelaufenen Stiefel von dem Maidly. Da machen wir kein Büro auf, das reicht dann. Entschuldigen Sie, ich bin gleich wieder da. Ja, nur nicht gesprengt. Ich bin aus Bern. Ja. Hey. Was ist denn mit ihr? Stress mit Marlene, mal wieder. Vielleicht hätte ich doch besser meine Klappe gehalten. Sag, dass das nicht wahr ist. Was hast du gesagt? Nichts. Naja, vielleicht habe ich vor Marlene erwähnt, dass deine Eltern dich getröstet haben. Wegen Hagen. Mann, Jessica!
Das ist mir so rausgerutscht. Ja, komischerweise rutscht immer nur dir sowas raus. Es tut mir echt leid. Schon gut. Immerhin ist mir dadurch klar geworden, dass ich einen neuen Job brauche. Du willst das Reiten echt an den Nagel hängen? Dana, du willst so schnell aufgeben? Falls jemand meine Stiefel haben möchte, bitte schön, ich brauch sie nicht mehr. Hm? Die sehen ja noch ganz gut aus. Sorry, dass ich so spät störe, es dringt. Dass du immer gleich weglaufst, statt erst mal zuzuhören, ist Zeitrauben, das mal vorweg. So, und jetzt die gute Nachricht. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke, deine Jockey-Karriere ist noch nicht gestorben. Ich habe gekündigt. Bitte, wenn dir wirklich so viel an mir liegt, dann geh mir in Zukunft einfach aus dem Weg, okay? Gute Nacht zusammen. Die Frau macht mich wahnsinnig. Himmel, ich will doch nur ihre Reitstiefel. Aber... die waren eigentlich ein Geschenk. Bist ein Engel. Sehen manche Leute anders. Nein. Ja, natürlich. Nein. Nein, Charlie, das ist alles schon in Ordnung mit Luca. Na, mach dir keine Sorgen. Du hättest nicht extra anrufen brauchen. Naja, es ist alles nicht so einfach im Moment. Wir besprechen das, wenn du wieder da bist. Ja. Guten Abend, Frau Traut. Entschuldigen Sie die späte Störung. Es geht um den Auftritt in Ihrer Sendung. Ja, ich hab's mir anders überlegt. So, Frau Meros, können wir anfangen? Okay. Danke nochmal, dass Sie diese Nachtschicht auf sich nehmen. Ich verspreche Ihnen auch, das wird der lukrativste Job Ihres Lebens. Ach, darum geht's doch gar nicht. Ich finde es ganz toll, wie Sie sich um Ihr Mädchen kümmern. Danke. Ja, dann mache ich uns erstmal einen schönen Schweizer Schümli, oder? Ja, bitte. Aber bei uns heißt das Kaffee-Creme. Na dann, zwei Kaffee-Creme. Extra stark. Don't you ever go out? When was the last time you were out? Have you ever been out? Dana, und? Die hier sind heute Morgen für mich abgegeben worden. Hast du ihn anprobiert? Hagen, warum machst du das? Weil ich will, dass du glücklich bist. Und das wirst du nie sein, wenn du nicht mehr reiten kannst. Komm, ich helfe dir. Excuse. Die Stiefel sind fertig. Was ist dabei ein Münchi wert? Was bitte? Ein Kuss von ihrem Mädchen. Ja, wer weiß. Hauptsache, sie kann wieder reiten.
Morgen. Morgen? Ja, Ansgar, wenn ich gewusst hätte, dass du schon so verzweifelt bist, dann hätte ich natürlich weitergefeilscht. Hätte es ja sonst was für meine Stimme gegeben. Ja, jetzt hast du die Leitung des Gremiums und kannst nichts bewirken. So hast du dir das bestimmt nicht vorgestellt, was? Ich versuche hier lediglich, den Ruf unserer Familie zu retten. Unter deiner Leitung befand er sich ja im freien Fall. Sie waren doch schon immer dafür zuständig, den guten Ruf der Familie in den Dreck zu ziehen. Wenn du auch nur einen Hauch von Anstand hättest, würdest du die Konsequenzen ziehen und dich in ein jämmerliches Privatleben zurückziehen. Ich werde die Konsequenzen ziehen. Na, sieh mal einer an, Janda kann sprechen. Wollen wir doch mal hoffen, dass du diese Fähigkeit bis zu deinem Prozess nächste Woche nicht wieder verlierst. Caroline Traut hat mich zu Alles Adel eingeladen und ich habe zugesagt. Dann wird doch alles gut. Ich werde einiges richtigstellen und erzählen, was genau passiert ist und warum du mir geraten hast, die Fahrerflucht zu verschweigen. Das wird in den Zeitungen ja völlig verzerrt dargestellt. Das ist sehr lieb von dir, Helena, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich kann nicht mit ansehen, dass alle dir die Schuld geben. Na, dann ist ja der gute Ruf unserer Familie bald wiederhergestellt. Wenn erst mal alle Welt im Detail erfährt, wie du den Mann deiner Cousine und besten Freundin erst über den Haufen gefahren und dann liegen gelassen hast, weiß gar nicht, warum ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe. Verzerrt dargestellt? Ich glaube es jetzt nicht. Ludwig hat dir geraten, alles zu verheimlichen, nur um sein blödes Gremium zu schützen. Sie sind schon vor mir mit ihren großen braunen Kuhaugen, wie sie alle Schuld auf sich nimmt. Die Leute werden sie lieben. Was? Du denkst, sie haben Mitleid mit Helena? Na klar, schau sie dir doch an, wie bemitleidenswert sie wirkt, wenn sie hier so rumschleicht. Ja, wie sie die Märtyrerin spielt, die alles auf sich nimmt und ehrlich bereut. Was mich so nervt, ist, dass sie so tut, als ob es eine Heldentat wäre, die Schuld für Philipps Tod auf sich zu nehmen. Ja, nachdem sie wochenlang gelogen hat. Ein seriöser Moderator würde wenigstens euch beide einladen, damit die Leute auch deine Seite der Geschichte hören. Natürlich. Ich werde auch in die Sendung gehen. Was? Nico, ich habe das jetzt nur so gesagt. Nein. Das ist es. Dann wollen wir ja mal sehen, wer noch auf Helenas Seite ist. Ich glaube wirklich nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich aber. Ich werde diese Traut anrufen. Emilio hat Küchendienst, bereitet das Frühstück vor. Drück die Daumen, dass Timo wirklich bei Emilio ist. Er kriegt das hin. Timo weiß, dass du ihn liebst. Danke. Hey, guten Morgen. Morgen. Spät gestern geworden, oder? Eher nicht. Alles okay, mir geht's echt gut. Naja, was sieht man. So, mein Freund, was hältst du davon, mir ein wenig beim Tischdecken zu helfen, hm? Ui, das ist eine tolle Idee. Frühstück für alle, ich kann es kaum erwarten. Da siehst du, grüß dich doch. Danke fürs Asyl und danke fürs Sofa. Timo, was passiert ist, das tut mir so leid. Vielleicht hätte ich das auch nicht sagen dürfen. Egal, was du gesagt hast. Ich hätte dir niemals eine Ohrfeige geben dürfen. Erzählst du mir jetzt endlich über meinen Vater? Können wir uns nicht erstmal richtig vertragen und alles Weitere klären wir später? Bitte. Okay. Kommst du mit mir frühstücken? Aber nur, wenn du zahlst und ich den Tisch nicht decken muss. Darf ich fragen, wonach du suchst? Nach einer selbstgebrannten CD. Die wollte ich eigentlich jemandem geben, aber das hat sich jetzt erledigt. Wo hast denn du sie das letzte Mal gehabt? Ach du Scheiße. Sorry, ich muss los. Hagen war so verzweifelt. Er hat deine Stiefel geklemmt. Keine Ahnung, ob er damit schmusen wollte. Hallo. Hi. Eine Sendung für Dana Wolf? Ja. Das bin ich. Danke. Bitte. Jetzt mach schon auf.
Oder hast du Angst vor einer Briefbombe? Probier diese Stiefel an und dann sag mir, ob du deine Karriere wirklich aufgeben willst. Hagen. Deshalb hat er deine Stiefel mitgehen lassen. Dana, und? Die sind heute Morgen bei mir abgegeben worden. Hast du ihn anprobiert? Hagen, warum machst du das? Weil ich will, dass du glücklich bist. Und das bist du nur, wenn und du wieder Und ich will keine weiteren Liebesbeweise oder Gesten mehr, die Marlene wehtun können. Okay? Moment. Ein Wort für den Angeklagten? Aber kein Wort über Liebe, bitte. Über Träume. Deine Träume. Deshalb habe ich die hier machen lassen. Dana, das hier ist ein spezieller orthopädischer Stiefel. Damit kannst du schmerzfrei reiten. Das ist alles. Keine Hintergedanken, keine Bedingungen. Du bist sowas von stur. Kannst du dich jetzt mal aufs Wesentliche konzentrieren? Wenn es dir jemals ernst war, dich in der Jockeywelt zu behaupten, dann beweise es. Teste den Stiefel. Oder hast du keinen Mut, für deinen Traum zu kämpfen? Eine Sache noch, wir konnten ja bisher nicht darüber reden. Ich möchte das Material vollständig sichten, bevor es gesendet wird. Na, das wird rein technisch nicht möglich sein. Das ist ja eine Live-Sendung. Aber das ist doch kein Problem für Sie, oder? Nein, natürlich nicht. Gut, 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 gut. Geht gleich los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute hier aus Düsseldorf. Unsere neueste Ausgabe von Alles Adel haben wir uns die beste Adresse der Rheinmetropole ausgesucht. Wir sind heute hier im Schneiders. Die Familie von Lahnstein war in den vergangenen Tagen oft in den Schlagzeilen. Nach dem tragischen Tod von Philipp zu Hohenfelden ist davon Pfarrerflucht die Rede. Von Vertuschungen aus politischem Kalkül und von Firmeninteressen, die über der Gerechtigkeit stehen. Gräfin Helena von Lahnstein möchte heute diesen Gerüchten ein für alle Mal ein Ende setzen und schonungslos die Wahrheit verkünden. Begrüßen Sie ganz herzlich Gräfin Helena von Lahnstein. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Ja, also ich bin nicht hier, um irgendetwas schön zu reden. Ich möchte einfach erklären, warum ich so lange zu dem Unfall geschwiegen habe. Aber auch klarstellen, wo die Zeitungen falsche Schlüsse gezogen haben. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist das ein sehr mutiger Schritt. Nicht jeder in Ihrer Position würde diesen Schritt wagen und sich der öffentlichen Kritik stellen. Ich denke aber, dass Ihr Auftritt es nicht leicht haben wird, erst recht bei dem zweiten Gast, den wir jetzt begrüßen. Es handelt sich dabei um die Witwe des verstorbenen Prinzen und ihre ehemals beste Freundin. Hier ist Gräfin Nicola von Lahnstein. Hast du das gewusst? Ich habe nur versucht, sie davon abzuhalten. Ihr wisst doch, wie stur sie sein kann. Andererseits, Helena war so scharf drauf, sich in der Öffentlichkeit als Märtyrerin zu stilisieren. Ich kann schon verstehen, dass Nico das nicht ertragen konnte. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Hier irgendwie helfen? Ich habe hier, glaube ich, eine CD gestern verloren. Stand da für Timo drauf. Sie haben sie gefunden. Hallo, Leonie. Bitte. Ja, die hat hier auf dem Boden gelegen. Ich habe sie Timo gegeben. Ach, die CD war von dir. Wir haben schon gerätselt. Und wo ist Timo jetzt? Du hast ihn knapp verpasst. Er wollte nach Hause. La nevera y una vela y otra vela.
schade. Ich hab's gerade gehört, du schmeißt also endgültig hin? Ich weiß ganz genau, dass du da die ganze Zeit drauf gewartet hast. Oh, bitte. Du warst nie eine Konkurrenz für mich. Ich wäre so oder so beim Derby in den Start gegangen. Was für eine Verschwendung, dass Hagen dir extra diesen Almöhi eingeflogen hat. Dir fehlt einfach der nötige Biss. Und dann glaubst du allen Ernstes, mir würde es was ausmachen, wenn du da bleibst? Ich kann mich auch kaum an den Unfall erinnern. Es ging alles sehr schnell. Ich stand unter Schock. Nico, es tut mir so leid. Ich sehe jeden Tag, wie schlimm das für dich sein muss. Ja, tust du das? Als ich dann erfahren habe, dass es Philipp war, ich konnte das gar nicht glauben. Standen Sie da schon unter Beruhigungsmitteln? Aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Wer hat es schließlich veranlasst, Ihnen diese Mittel zu geben? Mein Vater, aber er wusste nicht, was passiert ist. Er hat nur gesehen, dass ich unter Schock stand und hat unseren Hausarzt gerufen. Ich wollte es dir sofort sagen, aber wir hatten solche Angst um Philipps Leben. Ich wollte es in dem Moment nicht noch schlimmer für dich machen. Wie rücksichtsvoll von dir. Ja, und dann ist Philipp aus dem Koma erwacht. Es ging ihm besser. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber du hast trotzdem nichts gesagt. Gräfin, Sie haben uns gesagt, Sie wollten den Gerüchten ein Ende setzen. Mit Schweigen kommen wir hier definitiv nicht weiter. Ja, wir brauchten Nikos Stimme, um mit der Gründung eines Familiengremiums unsere Firma zu retten. Und unsere Familie. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, weil ich Angst hatte, dass unsere Familie auseinanderbricht. Vor allem hattet ihr Sorge, dass das Unternehmen pleite geht. Was ist das schon im Menschenleben, hm? Kannst du mir mal verraten, warum mein Handtuch schon wieder klitschnass ist? Hey, ich will das sehen! Nein, es ging nicht nur um die Firma. Gräfin, wenn Sie diese Worte hören, was geht da in Ihnen vor? Können Sie Ihrer Cousine Glauben schenken? Ja. Mein Onkel wollte die Familie vereinen. Mit einem Gremium. Ein Gremium, das auf Verrat und Machtkalkül aufgebaut ist. Ein toller Plan. Scheiße, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich ja nicht. Reinbringen, Absatteln, besorgen. Du bist ja immer noch da. Deinetwegen. Nur deinetwegen. Warte, ich reite auch noch aus. Danke. Hör doch auf, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Ludwig hat damit nichts zu tun. Er war für mich da, er hat mich unterstützt. Ich alleine habe die Fahrerflucht verschwiegen. Hör auf, die Märtyrerin zu spielen. Du bist hier nicht das Opfer. Oh. Hast du das gesehen? Ey, was spinnst du? Das ist ja voll nass. Großartig. Das ist eigentlich klar. Ich will, dass das Familiengremium zusammenkommt. Heute noch. Hey, ich hatte gehofft, du würdest noch irgendwo in der Nähe sein. Getan, ich wäre jetzt wirklich lieber allein. Oh Mann, ich dachte, ich sehe gerade nicht richtig. Dass du dich aber auch so offen diesen Medienfuzzis gestellt hast. Hast du denn gewusst, dass Nico kommt? Was für eine miese Aktion aber auch von dieser Talkshow-Tante.
Ich meine, ich kann ja verstehen, dass Nico sauer ist, aber diesmal ging sie wirklich zu weit. Sie hat den Mann verloren, den sie liebt. Die beiden wollten ein gemeinsames Leben aufbauen. Ja, aber das gibt... Nein! Nico und Philipp haben so lange so hart für ihr Glück gekämpft und dann komme ich und... Hey! Das, was Nico passiert ist, das ist schrecklich. Aber das gibt ihr noch lange nicht das Recht, auf dich draufzuhauen. Du musst aufhören, rumzulaufen und zu denken, es sei in Ordnung, dass die Leute auf dich einprügeln. Das, was dir passiert ist, das kann jedem passieren, okay? Timo! Leo! Geht's dir gut? Cool, dass du da bist. Ja, ich dachte, ich komme mal vorbei und schau, was du so machst. Sag mal, ist wirklich alles gut mit dir? Sag mal, kann es sein, dass die von dir ist? Ja, aber das war ein Fehler. Ich habe da so ein bisschen rumkomponiert und wollte, dass du dir das anhörst, aber das ist alles voll Schrott. Du hast mir die ja geschenkt, ne? Das heißt, ich kann damit machen, was ich will. Nein, kannst du nicht. Hast du schlecht geschlafen? Ja, hab ich. Sorry, ich muss los. Mein Hübscher, wir zwei ein paar Runden über die Wiesen, nur du und ich. Laufen ist echt schön. Okay. Ich hätte echt erwischt. Ausgerechnet Timo. Guck mich an. In diesen Augen brennt pure Leidenschaft. Und kannst du mir erklären, warum ich die letzten Wochen meine Bauchmuskeln auftrainiert habe? Lass einfach stecken, okay? Du hast ihn doch gesehen, ne? Du hast ihn doch gesehen, als er in der Bar mit der Turischen, also mit diesem Mädchen. Es war bestimmt nichts Ernstes, es war nur mal so zwischendurch. Also. Danke, jetzt fühle ich mich schon gleich viel besser. Ich kann mit Timo reden, wenn du willst. Bloß nicht. Er soll überhaupt nichts davon erfahren. Aber das ist kein Aber. Einfach nur hier sitzen, vor mich hinstarren und nicht an ihn denken. Klappt ja super, ne? Du kannst sagen, was du willst. Es war von Anfang an klar, dass das ein Desaster wird. Die ersten Kunden sind bereits abgesprungen. Aber es lief doch ganz gut. So? Wann denn? Am Anfang. Ach, soll das jetzt heißen, dass Nico schuld ist? Komm endlich zur Sache. Ich bemühe mich hier um Schadensbegrenzung. Das funktioniert natürlich nicht, solange der gute Ruf unserer Familie permanent von solchen Aktionen gestört wird. Natürlich, dir geht es nur um den guten Ruf unserer Familie. Man fragt sich nur, wo die Zeitungen eigentlich ihre ganzen Informationen herhaben. Tja, wir können jetzt hier natürlich eine Weile das Orakel von Delphi spielen oder wir setzen einfach ein Zeichen für die Öffentlichkeit, damit nicht noch mehr Kunden abspringen. Laut Gremiumsvertrag brauchen wir hier Verlässlichkeit, Besonnenheit und Weitsicht. Elena hat in allen drei Punkten versagt. Ich fordere, dass sie aus diesem Gremium ausgeschlossen wird. Kommt nicht in Frage. Du willst ihre Stimme abgreifen, vergiss es. Das kannst du nicht machen.
Selbstverständlich wird Helenas Stimme nicht auf mich übergehen. Das wäre unfair und undemokratisch. Aber da unsere liebe Helena so gern die reuige Büßerin spielt, schlage ich vor, dass sie ihre Stimme an Nico abgibt. Nennen wir es mal ein Zeichen. Also, bist du bereit, in vielen Worten konkrete Taten folgen zu lassen? Helena, du weißt ganz genau, dass du das nicht machen darfst. Ich habe wochenlang geschwiegen, damit dieses Gremium zustande kommt und wir in Zukunft demokratische Entscheidungen fällen als eine Familie. Was heißt das im Klartext? Drückst du dich mal wieder vor der Verantwortung? Im Gegenteil. Ich nehme meine Verantwortung sehr ernst. Und deswegen behalte ich meine Stimme. Für eine noble Geste von dir, mir Helenas Stimme geben zu wollen. Gib's doch zu, du hast dafür gesorgt, dass Helena dieses Interview macht. Junge, wie hätte ich das denn machen sollen? Du erzählst dieser Traut, welche Knöpfe sie bei Helena drücken muss, damit sie in die Sendung geht. Nico, das ist doch völlig absurd. Und dann erzählst du es mir. Und rein zufällig erwähnst du, dass die ganze Welt Mitleid mit Helena haben wird. Du wusstest, dass ich das nicht auf mir sitzen lasse und dass ich da hingehe und alles noch viel schlimmer mache. Wenn ich dich daran erinnern darf, Nico, ich war gegen deine Teilnahme. Natürlich warst du dagegen, damit ich nicht merke, dass du dahinter steckst. Ansgar, ich bin deine Schwester, verdammt nochmal. Ich habe Philipp verloren und du benutzt mich für deinen Kampf gegen Ludwig. Ich hab dir vertraut. Aber du bist kein bisschen besser als er. Nico, jetzt hör mir doch mal zu. Hey, du willst dieses Elend genauso loswerden wie ich, aber... Ich schaff das alleine nicht. Du hast die Möglichkeit, Ludwig und seine Mischpoko moralisch unter Druck zu setzen. Selbst wenn. Du und ich, wir haben zusammen 3 Stimmen. Für wen Tanja stimmt, keine Ahnung. Das heißt, Ludwig und Co. haben immer noch 5. Aber Ludwig und Helena haben sich schuldig gemacht. Wir können das nutzen und ihre Front spalten. Nico, dieser ganze Familienzusammenhalt ist doch ohnehin eine Farce. Nico, du willst doch genauso wie ich auf der Schlosstreppe stehen und dieser Mischpoko zuwinken, wenn wir sie vom Hof gejagt haben. Auf Nimmerwiedersehen.